jetzt passiert das, worauf sich die Kollegen schon die ganze Zeit freuen. Wiltrud Miethke macht zum ersten Mal das RTL-Spiel. Mal gucken, ob das klappt. Also ich nehme jetzt eine Karte ganz tief raus, damit wir nicht das Gefühl haben, da passiert irgendwas Ungerechtes. Muss jetzt schweigen und eine Nummer nehmen. So. Das ist was Längeres, das darf ich Ihnen verraten. Ja. Und jetzt sind wir alle ganz gespannt, ob da gleich ein Ton kommt oder das Besetzzeichen. Es können ja ungeheuerlich viele Dinge passieren, was ich alles so bei den Kollegen gesehen habe. Es läutet zweimal. Hallo? Das ist aber schön, einen schönen guten Abend. Ich hätte ganz gerne die Danuta Peikot gesprochen. Ja, sind Sie auch? Ja, einen Moment bitte. Das ist aber schön, danke. Mein ja, Gott, ich habe Glück. Jawohl. Ach, das ist ja wunderbar. Moment bitte. Hallo? Ist das die Danuta? Ja. Danuta, ich freue mich so, dass das geklappt hat. Sie glauben das gar nicht. Wissen Sie denn auch, wie das RTL-Spiel lautete, wie die Ziffer lautete, die Zahl? Das mag 12. Es ist ja herrlich, das heißt, dass wir beide zusammen spielen. Und Sie wissen, es sind 1600 Mark im Topf und die können Sie jetzt gewinnen. Ja. Ja? Halten wir beide uns jetzt die Daumen, Danuta? Ja. Passen Sie auf, Sie haben das L gewählt und ich nehme jetzt die Kassette. Ich lege sie mal beiseite, ja, denn das darf man ja hier. Ich höre sie ja über den Lautsprecher dort oben. So. Das L, die goldene Kassette. Und jetzt warten wir. Mal gucken, was passiert. Nee, das darf nicht wahr sein. Oh, schade. Oh. Danuta. Schade, Danuta. Schade. Ne, aber und dabei haben Sie alles gewusst. Es wäre so schön gewesen. 1600 Mark. Ja. Danuta, aber es war ein ganz hübscher kleiner Film, gell? Ja, danke. Ja, tschüss und einen schönen Abend ja, Ihnen noch. Tschüss, guten Abend. Und wir, die wir jetzt hier sitzen und kein weiteres Spiel machen können, sondern mit der Danuta ein bisschen traurig sind, wir gucken jetzt mal, wie viel Uhr es ist, denn die Zeit geht fort und gleich geht es hier ganz spannend weiter. Jo, das war die Uhr und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Thema, das Sie sicherlich ungeheuer interessieren wird. Wir haben ausgedruckt mit der Überschrift Punkt für Punkt und Punkt für Punkt werden wir Ihnen gleich zeigen, was Akupunktur eigentlich bedeutet. Natürlich nicht so umfangreich, wie sich das eigentlich erklären, wie es eigentlich erklärt werden muss, aber wir werden mit Herrn Liebau, Karl Liebau, über Akupunktur sprechen und das geht gleich los. Ich muss jetzt rüberspuchten, wir sehen uns gleich sofort.